Ah nee, letztes Mal war ja dieser richtig lustige Abend, der dann von diesem relativ grausamen Ritual von Uma beendet wurde. Daran erinnere ich mich wieder. Ich habe doch gewusst, ich wollte es eigentlich vergessen. Also nicht den lustigen Abend mit Lambert und Eskel, aber ja. Ich würde einfach mal sagen, Rittersporn walte deines Amtes, bevor wir dich nochmal besuchen kommen, und erzähl nochmal, was letztes Mal so passiert ist. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Ja. Diese Sequenz haben wir letztes Mal schon mal gehört, weil aus irgendwelchen Gründen manchmal, wenn wenn man über die Weltkarte reist, dann sagt er das auch. Also nicht, wenn du schnell reist in einem Gebiet, sondern nur, wenn du über die Gebietsgrenzen hinaus quasi reist. Was wir bei Kaer Morhen... Ah ja, und ich bin immer noch darauf gespannt, ob wir Kaer Metz nochmal treffen, weil in Kaer Morhen war sie nicht. Oder vielleicht war sie dort, nur sie war hinter dem Stufe 30 Gegner, den wir auch letztes Mal versucht haben, wenn mich nicht alles täuscht. Letztes Mal ist echt einiges passiert. Ja, der heutige Stream wird nicht so lange gehen. Ich schätze mal, 21 Uhr. Das sind jetzt circa 1,5 Stunden. Also, ja, schauen wir einfach mal, was wir machen. Wie gesagt, ich möchte mich jetzt hauptsächlich auf die Hauptquest konzentrieren. Die Hauptquest besteht aktuell darin, einfach Verbündete zu sammeln. Und welchen besseren Verbündeten gibt's als Rittersporn? So, außerdem soll Soltan hier sein. Okay, aber hier soll auch Chamäleon, genau, hier ist ja eigentlich auch Rittersporn. Die Götter haben das Wehklagen des Landes erhört. Das lange Warten hat endlich ein Ende. König Radovid wird den Norden retten. Ja, wir haben Dix 3 ein bisschen geholfen, dass das nicht passiert. Nun, Jost, möge er nach seinem Vater geraten. Und Milch tatsächlich, da ist immer noch Rittersporn. Es ist ja lange her. Das ist hier Stream 39. Ich glaube, wir haben ihn das letzte Mal im Stream 27 gesehen oder so. Also ist schon ein bisschen her. Rittersporn. Der Straßenlärm donnerte um mich her. Eine einsame Dame lief mir quer, die mit zarter Hand den Rocksaum hob, einen schwarzen Schleier vom Antlitz schob. Rittersporn, hey, hörst du mich? Geralt, ich dichte, erschaffe. Was hältst du von dem Stück? Langatmig, ich hab schon mal was ganz Ähnliches gehört. Das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Wirklich? Mir kommt es nicht bekannt vor. Natürlich ist es nur der erste Entwurf. Daran muss ich noch viel arbeiten. Na, was ist denn? Woher hast du eigentlich diesen Laden her? Woher kennst du Priscilla? Viele Grüße von Molly. Das haben wir doch alles schon gemacht, oder? Wobei, Molly, hat nicht irgendwer mal gesagt, grüß Rittersporn, wenn du ihn siehst? War das diese Molly? Ich erinnere mich nicht mehr so wirklich dran. Aber vielleicht. Ich habe Molly getroffen. Sie lässt grüßen. Molly? Welche Molly? Die, der du deine Briefmarkensammlung zeigen wolltest. Ah ja, jetzt entsinne ich mich. Briefmarkensammlung. Gerade du könntest ja ein bisschen fantasievoller sein. Molly wollte keine Fantasie, sondern Aufmerksamkeit. Ein stinknormales Mädchen. Aber lächle sie an, bemerke ihre Schuhe, lass sie ein wenig darüber plaudern und sie verwandelte sich in einen Brunnen der Leidenschaft. Okay. Haben wir diese Fragen nicht schon gestellt? Priscilla und du, wie habt ihr euch kennengelernt? Hm,
Das war am Hof von Herzog Herewart beim alljährlichen Balladenturnier. Wir waren Gegner im Finale. Wer hat gewonnen? Weiß ich nicht mehr. Sicher. Du hast verloren, willst es aber nicht zugeben. In Wirklichkeit fand ich sie niedlich. Darum habe ich sie gewinnen lassen. Ich dachte, ich bekäme nach dem Turnier einen Preis. Ja, sicher. Und? Hast du? Das, mein Freund, geht dich nichts an. Also wahrscheinlich nein. Weil er ist einer, der mit sowas prahlt und nicht sagt, das geht dich nichts an. Wie bist du eigentlich in den Besitz dieses Etablissements gekommen? Das habe ich mich schon immer gefragt. Das glaubst du nie. Ich habe es geerbt. Und zwar von niemand anderem als Alonso Willi, Hurensohn Senior persönlich. Du hast recht. Ich glaube es nicht. Alonso hat die hiesige Unterwelt mit eiserner Faust regiert. Doch tief im Innern war er so romantisch und rein, wie man nur sein kann. Diese Einrichtung ist einer der Gründe, warum sein Sohn nicht allzu begeistert von mir ist. Bah. Cyprian, also Junior, wollte sie zum Bordell machen. Aber das Rosmarin ging an mich. Und ich habe vor, den elegantesten Ort der Stadt daraus zu machen. Eine Hochburg der Kunst und Kultur. Aber er wollte doch auch so eine Art Bordell daraus machen. Naja. Bis dann, Rittersporn. Schön, mal wieder mit dir geplaudert zu haben. Aber wir müssen mit Soltan reden. Der ist hier draußen. Warum sind hier so viele Hexenjäger? Solches Geschmeiß sollte man nicht in Tavernen mit anständigen Leuten lassen. So, wir brauchen Hilfe schließlich für... Soltan? Geralt? Für die wilde Jagd. Oh, spielen wir Gwind. Das ist sogar gelb. Die Schulden beim Bettlerkönig. Ich brauche deine Hilfe. Warum hat niemand... Was machst du hier überhaupt? Genau, warum steht der vor Rittersporns Theater? Wie hat er es genannt? Nicht Komödie. Wie hat er das denn genannt? Ich erinnere mich gar nicht mehr. Nicht Schauspielhaus, sondern... Kabarett, genau. Kabarett hat er es genannt. Was meiner Ansicht nach sogar ein österreichischer Ausdruck ist, aber mich fragt ja keiner. Also, bei den Spielentwicklern. Novigrad ist wohl kein sicherer Ort mehr. Warum bist du noch hier? Ich wollte mein eigenes Geschäft aufmachen, aber daraus wurde nichts. Meinen Kredit muss ich jetzt trotzdem abzahlen. Ich würde gerne dem Krieg oder menschlichem Verrat die Schuld geben. Aber die Wahrheit ist, dass ich selber schuld bin. Ich würde lieber nicht drüber reden, Geralt, wenn's dir recht ist. Okay... Aber das hat seinen Preis, und zwar deine Hilfe beim Kampf gegen die wilde Jagd. Du bist schon eine Weile in der Stadt. Vielleicht kannst du es mir sagen. Warum haben weder Radovid noch M hier die Stadt eingenommen? Sehr gute Frage. Vermutlich kann ich das Geheimnis für dich lüften. Der Krieg verschlingt jede Menge Ressourcen. Novigrad hat einen großen Hafen, eine mächtige Flotte und eine Schatzkammer, die vor Gold überquillt. Das macht es sowohl für Redanien als auch für Nilfgaard zum Leckerbissen. Die Stadtmauern sind hoch und die Waffenkammern voll, wie ich verstehe. Dann verstehst du nicht viel. Eine Belagerung wäre lang und grausam, stimmt. Aber vor allem könnte alles Wertvolle im Handumdrehen aus der Stadt verschwinden. Die großen Vier haben darauf hingewiesen, dass die Flotte im Zweifelsfall brennbar ist. Und ein Überfall auf die Stadt würde zu Aufständen führen, bei denen die Truhen der Kirche durchaus geplündert werden könnten. Wer es also auf Novigrads Reichtümer und Schiffe abgesehen hat, dem bleibt keine Wahl, als es über die kriminelle Unterwelt zu versuchen. Ja, und damit ist er involviert und das wird er nicht machen, schätze ich jetzt mal. Weil ich glaube, er war ja weder auf Emhyr noch auf Radovid wirklich gut zu sprechen. Also Dijkstra wissen wir, will Radovid töten, aber ich glaube, keiner von denen ist irgendeinem von beiden einigermaßen gut gesonnen. Aber erstmal die obligatorische Partie Gwind. Eine Partie Gwind? Da sage ich nicht nein. Spielen wir. Spielen wir jetzt? Ich hoffe, wir spielen nicht darum. Ja, wie gesagt, mein Blatt ist so, wie es ist. Muss jetzt ein bisschen Luck haben. Er spielt Skoyatel. Okay. Okay, wir haben zweimal das hier. Aber wir haben auch Kälte. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, die Karte. Ich
Mikado ist eigentlich wirklich nicht schlecht. Wir haben halt keine von den schwarzen Karten, was so ein bisschen scheiße ist. Ja, ich lege diesmal zuerst die stärkere von beiden, falls er die mir jetzt wegziehen will, damit er eher die wegzieht als die andere, was wiederum später auf meiner Seite mehr Punkte gibt. Ja, achso, nee, jetzt macht er den hier, okay. Ich hoffe einfach mal, dass er kein gutes Wetter hat und dass mir das jetzt einigermaßen hilft. Gegnerpass, das ist eigentlich voll gut. Weil dann können wir einfach mit 11... Weil mit 11 können wir eigentlich einfach den hier und dann den hier machen. Da wir eh nachher schlechtes Wetter haben. Und vielleicht sogar mit dem hier was machen wollen. Achso, nee, das passt schon. Nee, das passt noch nicht. Wer gewinnt denn jetzt? Nein. Zieh zu Beginn eine extra Karte. Wer würde jetzt gewinnen? Ich lass mal drauf ankommen. Keiner von beiden. Also beide verlieren einen. Es ist aber auch teilweise wichtig, ob beide einen verlieren oder ob keiner einen verliert. So, wir haben keine Karten mehr. Aber dafür können wir uns jetzt eine der Karten zurückholen. Was auch einigermaßen gut was bringt. Das sage ich jetzt aber mal. Okay. Die einzige Wahl, die ich jetzt habe, ist, dass wenn er relativ stark auf Fernkampf geht, nicht mit diesen Scheißfickkarten, dann kann ich mir vielleicht... Aber das ist jetzt irgendwie scheiße. Das ist jetzt beschissen. Das ist so ein bisschen ungut. Nase rümpfen. Ja, ich will aber vielleicht später dran sein für den Fall, dass er... Oh nein. Oh nein, nein. Leck mich doch. Ich hoffe, er hat nur Scheißkarten mehr. Nein. Und er hat gewonnen. Ach, leck mich doch, Sultan. Du kleine Sau. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Und das war sogar Hauptquest-relevant. Also es war zumindest gelb. Ach, Geralt, Geralt. Komm auf eine Revanche vorbei. Wir müssen an deinen Gwindkünsten feilen. Fuck you, Sultan. Du Zwerg. Soll Geralt? Ja, nochmal. So leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Spiel. Ja. Spiel jetzt. Ich glaube, er spielt wahrscheinlich. Ich schätze mal, die NPCs spielen immer ein und dieselbe Fraktion. Wie es aussieht. Verbrennen ist gut, das ist auch gut, das ist auch nice. Also prinzipiell ist die Karte schon relativ cool. Und sie ist gerade noch deutlich cooler geworden. Was ist das? Aus dem Ablagestapel. Das ist aber nicht der Ablagestapel. Das hier ist der Ablagestapel, oder? Ich schätze mal. Okay, wir gehen erstmal darauf. Wir schenken ihm die erste Runde. Alter, okay, wir haben einigermaßen gute Karten. Wenn
Wegbrennen bringt nichts. Wobei, ich hätte ihm die Möglichkeiten genommen, dass er mir, dass er seine Karte, nee, er meine Karte gegen mich verwendet. So rum. Okay, nahkampftechnisch ist mir das prinzipiell Wumpe. Weil die lassen sich nicht wegbrennen. Und wenn er jetzt nochmal eine 5er-Karte legt, werde ich die einfach wegbrennen. Okay, hat auch Yen. Eine 5er-Karte. Soll ich schon wegbrennen? Ich weiß es gerade nicht. Ich bin eigentlich, habe mehr Karten, deutlich mehr Dinge. Ja doch, ich brenne die jetzt weg. Bin jetzt nur so ein bisschen in dem, in der verzwickten Lage. Und was ist da jetzt alles drauf? Nur die. Jetzt so ein bisschen in der verzwickten Lage. Ja, bisschen ungut, zugegebenermaßen. Jetzt was wegzubrennen würde mir nicht helfen. Deswegen mach ich einfach mal den hier. Vielleicht wäre es intelligenter gewesen, sich den für gleich aufzuheben, aber wir schauen einfach mal, was er jetzt macht. Okay. Oh, er hat nur einen Punkt weniger. Okay. Das ist mir zu riskant. Ich brauche nur eine einzelne Karte. Sehr schön. Ich brauche nur eine einzelne Karte. In der nächsten Runde hätte ich gebraucht, wenn er mir jetzt alles, also wenn er selber alles abgespielt hätte, aber das hat er nicht, leider. Oh, das ist natürlich nice. Okay, Yen. Ich würde sagen, wir holen uns nur mal ein paar Karten auf die Hand. Kann ja eigentlich nur gut werden. Okay, also ich würde eigentlich sagen, wir haben damit gewonnen. Also wenn er nicht jetzt noch hier als letztes den genau das hat, dann aber das macht mir eigentlich nicht viel, weil wir haben jetzt schon gewonnen und ich hau trotzdem nochmal was drauf, sicherheitshalber. Aber ja, finde ich schön. So, hilfst du mir jetzt, Sultan, bitte? Ich hab wohl gewonnen. Verdammter Schock angesichts deines Anfängerblatts. Hier, nimm diese Karte. Du brauchst sie. Oh. Du solltest dringend deine fürchterliche Sammlung verbessern. Du brauchst mir keine Schande zu machen. Ich hab ja Rittersporn. Vielleicht kannst du deinem Freund Roche was aus den Rippen leiern. Der hat angeblich gute Karten. Oh ja, wir wollten eh noch bei Vern und Roche vorbeischauen. Halt! Ich siege Vern und Roche und nehme ihm eine einzigartige Karte ab. Das machen wir demnächst, aber erstmal wollten wir noch... Nein, damit. Hier, Lippe, wo ist es? Sprich mit Sultan, genau. So, ich dachte nämlich, das wäre jetzt sogar schon irgendwie ein Vorteil. Sultan, Geralt? Hä? Warum haben wir auf einmal Erfahrungspunkte bekommen? Haben wir Roche schon seine Karte abgenommen? Ah ja, genau. Ich weiß, wo Ciri ist. Warum sind wir dann auch hier? Holen wir uns die Kleine. Das werde ich. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Du musst nach Kaer Morhen hinreisen. Ich werde Ciri dorthin bringen. Die wilde Jagd wird kurz danach angreifen. Ich könnte dich auf unserer Seite gebrauchen. Du hast mich. Und meine Axt. Danke. Wir sehen uns in Kaer Morhen. Wesemir, Eskel und Lambert sind schon dort. Wunderschön. Das war tatsächlich einfacher, als ich dachte. Ich habe für nichts mehr. Alter, wo ist denn Vernon Roche überhaupt? 1500 Schritte. Ach ja, nee, der ist immer noch in seinem komischen Versteck.
Okay. Von mir aus, aber Gott sei Dank gibt es da einen Schnellreisepunkt hin, sonst wäre das ein bisschen zart, als hinreisen zu müssen. Also hinlaufen zu müssen. So können wir einfach mal, und ja, ich mache absichtlich Dijkstra als letztes, weil dann können wir vielleicht schon das große Gewinnturnier heute machen. Schauen wir mal, wie gut das wird. Vielleicht schaffe ich es, wahrscheinlich eher nicht. Es kostet 1000 Gold. Aber wir haben, glaube ich, 6.000 oder 5.000 oder sowas in die Richtung. Also 1.000 rausschmeißen können wir eigentlich verschmerzen. Wir haben 6.000 Gold. Also da können wir eigentlich ein bisschen was verschmerzen. Vor allen Dingen, wenn wir vorher noch mal irgendwo hingehen. Halt dich lieber vom anderen Flussufer fern. Eine falsche Bewegung und das könnte dein Ende sein. Okay. So. Du warst schon überall. Erzähl mal. Rasieren sich die Weiber in Novigrad wirklich die Muschi? Bam! Woher weißt du, dass ich in den ganzen Bordellen in Novigrad war? Rede! Rede! Okay, dann rede halt nicht. Dafür werde ich dir keine Antwort auf deine perverse Frage geben. So, mal schauen. Sultan haben wir ja so ein bisschen schon geholfen damals in Novigrad. Vernon Roche nicht so wirklich. Ich glaube, außer das, was der Hauptquest dahergegeben hat. Oder doch? Nee, ich glaube, ich erinnere mich gerade an was anderes. Egal, schauen wir einfach mal. Ob er uns hilft oder nicht. Geralt von Riva. Gesund und munter. Holen wir uns jetzt die ganzen Gewinnkarten? Wir fragen natürlich zuerst mal so, aber wir spielen gegen jeden Gewinn. Scheiß drauf. Nein, nein! Bis dann. Das hat unserer Truppe noch... Geralt von Riva. So. Was? Warum? Warum habe ich jetzt nicht die oberste Antwort... Wie hat es dich hierher verschlagen? Mit der Armee natürlich. Ihren Resten jedenfalls. Als Nilfgaard über die Yaruga kam, habe ich alles fallen gelassen und bin an die Front geritten, um zu kämpfen. Ich bin zur zweiten temerischen Armee unter Johann Natalis gestoßen. Wir sollten die Schwarzen bei Dol Blatana am Berg Carbon auf... Okay, ich glaube, das haben wir schon mal kurz gehört. Kurz darauf hörte ich... Ich glaube, das haben wir schon gehört. Aber eine Frage. Bis dann. Wir haben gerade die Quest gefailt. Weil ich irrtümlich wo falsch drauf gedrückt habe. Ja, finde ich jetzt nicht so angenehm. Deswegen werde ich das nochmal kurz ändern. Achso, nein. Ist hier... Nein. Nein, Kontrollpunkt laden. Der Fluch, der auf Uma lastete, okay. Erwies sich als... So, das machen wir nicht, weil das geht mir jetzt langsam am Sack. Deswegen Kopfhörer weg. Weil das, ich meine, ein-, zweimal Rittersporn zu hören ist schon cool, aber ständig nervt es auch so ein bisschen. Vor allen Dingen, es war ja mal wieder, es war ja... Ausnahmsweise kann man schon fast sagen, nicht mal meine Schuld. Also, ich habe halt einfach gedacht, dass ich noch einen hochgehe, aber ich habe hoch und runter hier beim D-Pad verwechselt und dann einfach Taste X und zwar so schnell hintereinander, dass ich nicht mal realisiert habe, dass ich in die falsche Richtung gegangen bin und wehe. Wir sind jetzt hier auf dem Kontrollpunkt, wo ich das schon gemacht habe wieder. Ich werde trotzdem neu laden, aber ich werde nicht glücklich darüber sein. Viele glauben an die Prophezeiung der Itline, die besagt, dass die Welt von der weißen Kälte zerstört werden wird. Natürlich ist das ein Hexer. Hurenkontrollpunkt nach dem Morg. Geh mir am Sack. So, Autospeichern draußen. Okay. Achso, nein, ne. Rittersporn, du nicht. So. Geh mal das weg, weil ich höre das halt auch, wenn ich den Kopfhörer ein bisschen so schräg drauf habe, höre ich immer noch Rittersporn leise reden. Und versteht mich nicht falsch, ich finde den Synchronsprecher von Rittersporn wirklich gut und wirklich angenehm. Aber 10-mal das zu hören in einem Stream eventuell,
weil es halt dasselbe Wortlaut ist. Nee, danke. Da mache ich lieber einmal kurz aus mit ihm und dann, ja. Ich meine, wir haben ihn schon im Wind besiegt. Wir haben uns das Recht erspielt, ihn zu muten. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. So, du kannst bei einem Konter die Zunge des Gruftvibes? Kennen wir das schon? Du kannst Queen verwenden, um kritische Effekte wie Verbrennen oder Bluten loszuwerden. Oh! Oh! Das hab ich echt noch nicht bemerkt. Such in zerstörten Monsternestern, ja. Manche Mechaniken wie Monsternester habe ich zu Anfang 2-3 Mal gehabt und seitdem nie wieder. Du nervst, Grau. Was? Warum nerv ich? Ich hab nicht mal mit dir geredet. Ich bin nicht mal nah an dir vorbeigelaufen. Ja. Geralt von... So. Ich würde sagen, wir fangen mal damit an. Spielst du Gwent, Roche? Ja, aber ich habe hier keine Gegner. Wenn du ein Blatt hast, hol's raus. Das hört sich pervers an, aber okay. Viel Glück. Sir können nicht die Pocken kriegen, oder? Hä? Achso. Redet mal wieder einer im Hintergrund. Alright, nördliche Königreich. Er hat genau dieselbe Grundausstattung wie wir. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und das Blatt, was wir aktuell haben, ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ich meine, okay, der Vierer ist sogar geiler. Aber immerhin. Ich schau einfach mal. Ich nehme den hier. Okay. Gegner passt. Oh, er hat aber nur 6. Wir könnten einfach den hier machen und safe gewinnen. Ich würde sogar sagen, das mache ich so. Weil jetzt habe ich ihm safe einen Punkt geklaut und wenn er mir jetzt zu stark ist, kann ich sicherheitspassen. Und ich kann ja noch... Oh, und ich kriege sogar die Fertigkeit... Nein, und ich kriege sogar dann noch hier sie zurück. Oder kriege ich sie zurück? Ich weiß es noch nicht, deswegen spiele ich die Karte erstmal noch nicht. Und ich spiele erstmal eine kleine Karte, damit ich eventuell das Wegbrennen machen kann. Okay, das ist jetzt nicht so schlecht, dass er mir das gegeben hat. Oh ja. Leck mich! Ah, tut das gut. Okay, du willst das machen. Das werde ich dann später noch zu vereiteln wissen. Ich hole mir nochmal 2 Karten mehr. Okay, ja. Erstmal den hier. Mein, das ist jetzt nicht so toll. Ich habe hier nur die beiden. Aber er hat gerade die stärksten Karten. Also hoffe ich einfach mal. Nein, dadurch kann ich mir das Verbrennen nicht zurückholen. Boah. Er ist mir gerade so ein bisschen zu stark. Weil ich nicht mehr die Gelegenheit habe, hintenrum gut was zu machen. Ich pass mal. Er muss jetzt zumindest noch eine Karte spielen, um mich zu überholen. Wenn er so weitermacht, sogar 2 oder 3. Okay, ich glaube, er hat nur mehr Scheiße. Ja, er hat nur mehr 2 Karten. Holt sich aber die eine wieder zurück. Okay. Aber er hat nur 2 Karten. Jetzt zieht er leider. Das ist das Problem. Aber ich hoffe trotzdem. Okay, er hat 4 Karten wieder.
gefällt mir jetzt nicht so. Leck mich am Arsch. Warum lerne ich es nicht erst die geringfügigeren Karten spielen? Ich bin einfach unbelehrbar in der Hinsicht. Und ich mag es nicht. Was? Ach, fick dich. Bin echt am Überlegen, ich sollte eigentlich das nach vorne legen. Okay, jetzt kann er die nicht wegbrennen, weil er wird seine wegbrennen. Okay, ja, er hat nur mehr eine Karte. Also wenn das jetzt nicht eine unsagbar heftige Karte ist, haben wir gewonnen. Sehr schön. First try. Gefällt mir. Sehr schön. Alright, gewonnen. Nicht eindeutig, bei weitem nicht, aber souverän. Du hast gewonnen. Glückwunsch. Hier, du hast die Karte und verdient. Und damit? Weißt du, welcher Gegner sich sonst noch lohnt? Ich habe von einem Mann gehört, der kürzlich durch Novigrad gekommen ist. Es wird dich interessieren, dass er auch ein Hexer ist. Lambert heißt er. Du könntest noch andere Leute herausfordern. Thaler ist ein guter Spieler, mit ordentlichen Karten. Er ist in der Gegend. Probier's doch mal. Oh. Alte Freunde mit Lambert. Ja, auf jeden Fall, aber zuerst... Geralt von Riva. Zuerst das Geschäft. Ich könnte deine Hilfe in Kaer Morhen gebrauchen. Ich möchte Ciri dahin bringen. Die wilde Jagd wird dort kurz darauf auftauchen. Du hast mir geholfen, als ich dich brauchte. Also mache ich dasselbe für dich. Danke. Deine Fähigkeiten könnten sich als unbezahlbar erweisen. Vielleicht bringe ich auch Wes mit. Wie auch immer, wir sehen uns in Kaer Morhen. Wes ist eine Karte, die gar nicht mal so schlecht ist. Würde ich also sagen, passt. So, jetzt einfach aus Nähe gründen. Er hat gesagt, wir sollen auch hier nach Thaler, genau. Wo ist der? Er hat gesagt, er ist in der Nähe. Und mit in der Nähe meint er in Novigrad. Aber er ist halt direkt bei einem Schnellreisepunkt. Das lässt das Ganze natürlich wieder so ein klein wenig angenehmer erscheinen. Versuchen wir es doch einfach mal. Dann machen wir so ein bisschen eine Mischung. Wo ist der? Ach hier. Machen wir so ein bisschen eine Mischung aus Gwind spielen und hier Verbündete sammeln. Und wie gesagt, wir werden definitiv heute nochmal ins Haus der leichten Damen. Das ist, glaube ich, die alte Bezeichnung für ein Bordell. Also, es gibt ja Bordell, Hurenhaus und ich glaube, so eine der ältesten Bezeichnungen ist Haus der leichten Damen. Warum auch immer leicht, weil die nicht fett sind oder... Wahrscheinlich kommt es tatsächlich daher, dass sie, dass für sie früher, weil sie A, ärmer waren, halt nicht fett sind. Okay, ist er drin? Ja, ist drin. Und wahrscheinlich deswegen. Und später dann vielleicht, weil leicht ausziehen und so. Meine Tapferkeit. Keine Ahnung, ich bin kein Germanist. Leider falsches Studienfach. So, Thaler. Du schaust ein bisschen aus wie Dijkstra, wenn er ein paar Kilo abnehmen würde. Hallo? Ein Blick Hallo. Sagt mir schon alles. Achso. Weißt du, wir haben uns ja welche nicht gesehen. Wer ist der? Es ist lange her. Berichte. Nilfgaard hat den temerischen Geheimdienst in einer einzigen Scheißnacht zerlegt. Bin gerade so mit dem Leben davon gekommen. Hab meine Sorgen ersäuft, bis meine Liebe Zeta und Mordio geschrien hat. Und was machst du jetzt? Basisarbeit. Rumhängen, beobachten, zuhören, Fragen stellen, neue Agenten anwerben. War er nicht der Schuster, der von den Trollen gefangen wurde? Bin ich recht informiert, dass du Karten spielst? Ich spiele alles. Würfel wäre geil. Karten, Schach. Dabei kann ich mich entspannen. Suchst du nur ein Gesprächsthema oder willst du spielen? Ich fänd's geil, wenn man auch Würfeln spielen könnte in The Witcher. Gut, spielen wir. Aber denk dran, ich bin nur an guten Karten interessiert. Schrott will ich nicht. So, und da wir jetzt ein paar neue Karten bekommen haben, würde ich sagen, schauen wir auch gleich mal, was das für Karten waren. Oh, Thaler!
Gut, Halle ist eine gute Karte. Sonst... Nee, sonst waren das wahrscheinlich in anderen Fraktionen, oder? Wo wir Karten bekommen haben. Hier sie. Kaiserliche Monster. Und Monster haben wir inzwischen auch relativ gut was vorzuweisen. Fehlgeborene. Oh, können wir inzwischen sogar... Wir können relativ bald Monster spielen, tatsächlich. Oh, und Scoriatel können wir sogar schon spielen. Wir können schon Scoriatel spielen, aber wir spielen doch noch einmal auf jeden Fall mit denen. Vielleicht... Boah, nee, Ich setze nicht 1000 und spiele dann mit einem Blatt, was ich noch nie gespielt habe. Ich glaube, das wäre so ein bisschen die Definition von Wahnsinn. Boah. Klärende Kälte, okay, das ist auch ganz okay. Okay, jetzt sind wir nicht ganz so diversifiziert. Er spielt Scoia'tael. Hey, ja. Ich hol mir mal ein paar Karten. Jetzt nicht... Mein, ja, okay, 10, unbrennbar. Ist schon nicht unschlecht. Ich hoffe mal, dass er jetzt gleich ein Horn verwendet. Weil wenn er ein Horn verwendet, sind das 7 Punkte. Sind das 9 Punkte. Also dann eigentlich später 18, die ich wegbrennen könnte. Komm, Horn. Hurensohn. Na okay, wobei, ich könnte ja den hier machen. Ja gut, wirklich viel bringt mir das jetzt nicht. Aber mit dem hier zusammen reicht es. Und wir haben immer noch eine Karte mehr. Das Wegbrennen hebe ich mir jetzt einfach mal auf für den Fall. Oh, sehr schön. Warum haben wir gerade eine gesehen? Ach, weil das nur die Nördlichen. Natürlich, das ist nur für die Nördlichen. Ich wollte gerade schon irgendwas wegbrennen, bis mir aufgefallen ist, dass das nicht die allerbeste Idee wäre. Ja. Ich hoffe einfach mal, dass er jetzt eine relativ starke Karte bringt. Oh, Geralt hat eine eigene Karte. Wenn das nötig ist, um die Welt zu retten, ist es besser, wenn sie stirbt. Ist das eventuell ein Quote, den wir am Ende vom Spiel hören werden? Das wäre eigentlich ziemlich geil. Wir können halt diese Karte nicht wirklich einsetzen. Es ist scheiße. Egal, was ich mache, ich bin... Ah, nee, doch, das kann ich schon machen. Das geht. Ja, damit bin ich auch zufrieden. Komm, leg noch eine. Leg noch eine Fernkampfkarte. Ah, die auch noch 12 ist, ja. Das freut mich aber. Wahrscheinlich macht er jetzt gleich hier auch den strömenden Regen und ich bin voll am Arsch. Wenn nicht, bin ich eigentlich noch ziemlich gut dabei. Vor allen Dingen, ich habe noch meinen Nebel. Ich werde es bis zuletzt auswarten. Wehe, du hast jetzt... Okay, nee, das finde ich eigentlich ganz gut. Ich meine, theoretisch. Ich meine, ich könnte jetzt theoretisch hier noch... Achso, nee, er hat eher diese einen scheiß Scoia'tael. Was, nee, aber... Hä? Warum kann ich meine Fähigkeit nicht verwenden? Keine Ahnung. Aber ich habe gewonnen, scheiße. Nice. Das war eindeutig, würde ich sagen. Bei Melitelis Madiger Möse. Weißt du, wie lange es gedauert hat, bis ich das verfickte Blatt zusammen hatte? Du spielst doch schon eine Weile. Du müsstest Spieler kennen, die gut sind. Und vor allem gute Karten haben.
Ich habe in letzter Zeit viel von einem Typen namens Lambert gehört. Der Scheißkerl hat angeblich ein ganz böses Blatt. Du könntest ihn übrigens kennen. Er ist auch Hexer. Ja, wir kennen ihn. Hä? Wir haben uns gekriegt! Nein, falsch. Wir haben uns gekriegt. Das ist doch geil. Wir haben uns selbst als Karte bekommen. Wo ist er? Hier, Geralt von Riva. Jetzt sind wir unbesiegbar. Eine Frage, warum zur Hölle haben wir gerade die Dijkstra? Sprich mit Dijkstra. Warum hat sich das gerade umgestellt? Keine Ahnung. Verflucht. Alte Freunde, wir müssen noch mit Lambert spielen. Aber zuerst gehen wir zu Dijkstra und zu dem großen Gewinnturnier. Moment, wo ist hier der Schnellreisepunkt? Ich finde die so selten, weil die teilweise, weil es hier überall so holzene Masten gibt und dann genau der eine zu finden, ist ein bisschen beschissen. So, ich glaube, hier ist ziemlich egal, über welchen Weg wir kommen. Wo ist eigentlich Dijkstra? Ist der jetzt immer noch in seinem komischen Badehaus? Möglicherweise. Ich schätze sogar. Und dann werden wir uns ans große Gewinnturnier machen. 1000 Einsatz. Ich bin mir sogar teilweise zu sierig, 10 statt 5 zu spielen. Und dann soll ich auf einmal 1000 als Einsatz gegen wahrscheinlich richtig starke Gegner nehmen. Aus diesem Grund könnten wir vielleicht einfach mal jetzt hier versuchen, gegen Dijkstra mit den Square Tail zu spielen. Einfach mal, um zu schauen. Oh nein. Nein, das finde ich doch wieder never ever. Ach so, nee, das war ja hier unten rum, genau. Das war hier, wo es hier zwei verschiedene Ebenen gibt. Oder eher drei verschiedene Ebenen. Und hier war auch der Weg, wo wir mit Ciri damals gelaufen sind. Genau, er ist jetzt hier drunter. Das mache ich jedes Mal, dass ich diesen Weg falsch laufe. Also, falsche Richtung. Und die und Happen! Happen! Ja? Ich mag Happen. Happen ist einer meiner liebsten Charaktere. So bin ich halt. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Spielen. Was? Will Gwyn spielen. Ah, Philippa Eilhardt, hier die, wo wir einmal kurz in dieser einen Ruine waren, um zu schauen. Hast du etwas Neues von Philippa Eilhardt gehört? Nur Gutes. Das heißt? Nachdem Radovid ihr die Augen ausgestochen hat, ist sie spurlos verschwunden. Mit ein wenig Glück liegt sie jetzt in der Gosse. Ich dachte, ihr hättet euch nahe gestanden. Das war einmal. Bis mir. Achso, nee, das kennen wir schon. Gut, jetzt habe ich nicht viel übersprungen, aber das Wichtigste erstmal. Ich wusste nicht, ob ich dich fragen sollte. Ich bin mir immer noch unsicher, aber was soll's. Ich brauche deine Hilfe. Oh, meine Hilfe. Sehr interessant. Erzähl. Die wilde Jagd wird bald Kaer Morhen angreifen. Das ist sicher. Ich suche Leute, die mir helfen, sie zurückzuschlagen. Die wilde Jagd? Sag bloß nicht, dass du an diesen Schwachsinn glaubst. Das ist kein Schwachsinn. Das habe ich schmerzhaft am eigenen Leib erfahren. Tut mir leid, Geralt. Aber ich habe meine eigenen Probleme. Ich habe mein verlorenes Eigentum noch nicht zurück. Deine Hilfe, wie du weißt, ließ zu wünschen übrig. Ich schulde dir also einen Dreck. Moment. Fehlgeschlagen. Sprich mit Hacker. Sprich mit dem Aufseher. Hacker, Unterwelt, führenden Köpfe, Junior, Boot Geralt. Das hat aber damit nichts zu tun mit Dijkstra. Hä? St-
Starkenblatt und 1000 Kronen. Wir sind fast die nötige Stufe. Achso, hier, das sammle sie alle. Erdgenius. Achso, das war das. Ja, das war das schwere Gegner. Ja, dann würde ich sagen, als nächstes... Sind eigentlich dann dran... Herz of Stone. Bitte Freunde um Unterstützung, geh nach Skellige, Schmäuserkrach, Ceris. Aber zuerst mal schätze ich mal Visimir. Echt heftig übrigens, dass Dijkstra nicht hilft. Wir haben von allen drei Charakteren, Soltan, Roch und Dijkstra, haben wir mit Dijkstra bei weitem am meisten zu tun gehabt. Wir haben sogar geholfen, seinen Plan gegen den Kaiser zu töten. Also seinen Plan, den Kaiser zu töten, zu verbessern, vervollständigen, wie auch immer. Und jetzt hilft er uns nicht. Also, ganz ehrlich, das ist so ein bisschen... Naja. Als kleine Aggressionsbewältigung... tut mir leid, Happen, aber das ist ein echt Kack-Arbeitgeber. Weißt du das? Weißt du das? Ja. Ja, du weißt es. Ich weiß es. Ach, Happen. Ich bin nicht wütend auf Happen, aber ich bin wütend auf Dijkstra. Dieser miese Penner. Wir haben ihm geholfen mit allem, was er wollte. Wir haben eigentlich nur wirklich gefailt, diese eine Quest mit dem Pferderennen in der Nacht. Hier durch Novigrad. Das, was so unsagbar schwer war, weil ich da zu sehr vom Weg abgekommen bin. Was ich nicht mal hätte gebraucht, aber ich war halt ein bisschen... Also ich dachte, das ist eine Statue, die da steht. Die wäre mir aber neu. Okay. Was? Achso. Ich dachte schon, wo war... Was? Ah! Also, was soll es sein? Okay, ich kehre mit einem starken Blatt und hohen Einsätzen zurück. Ich wollte gegen Dijkstra hier spielen. Dann spielen wir mit unserem altbekannten Blatt. Aber jetzt haben wir Geralt im Blatt. Also ganz ehrlich, das muss doch jetzt klappen. Nochmal einen Schluck. Ja. Ich habe gehört, hier geht es um hohe Einsätze. Zunächst brauchen wir die richtigen Effekte. Werfen wir einen Blick auf die Karten. Die haben sich nur verbessert seit dem letzten Mal. Die Karten taugen, aber können wir uns auch einkaufen? 1000, wir haben 6000. Das ist ein Sechstel. Das ist wie bei einem Würfel, wenn du eine Seite weggradierst. Das ist zwar jetzt noch nicht schlimm, aber wenn ich jetzt einmal verliere, werde ich es erstmal gut sein lassen. Und vielleicht mit noch 3-4. Wir werden vielleicht wiederkommen, wenn wir mit Lambert gespielt haben, weil ich nicht weiß, wie geil seine eine Karte ist. Aber... Wir können. Na, dann her mit dem Namen und wir stellen eine Eintrittskarte aus. Okay. Geralt von Riva. Gerhard von Riva. Was? Nein. Das Spiel beginnt bald, aber zuerst muss der Pöbel verschwinden. Wenn wir bitte warten würden. Geralt! Wie verschwindet der Pöbel? Nur Turnierteilnehmer. Alle anderen hinaus. Wir sind höflich eingeladen, morgen zurückzukehren. Der Typ ist so ein bisschen suspekt. Der wirkt so ein bisschen sehr nicht unterweltlerisch, aber halt hier so unterwältig. Sieh an, Geralt von Riva. Und ich dachte schon, das Turnier würde schrecklich langweilig. Es ist nicht sehr befriedigend, immer nur Bauern, Halunken und falschen Aristokraten ihr Geld abzunehmen. Kennen wir uns? Wollte ich gerade fragen. Sagen wir haben gemeinsame Bekannte. Ich habe schon viel Gutes über dich gehört. In lebhaften Details. An Orten wie diesem ist das eher eine Warnung als eine Empfehlung. Wie heißt du? Sascha.
Sascha, wie weiter? Oder sag mir doch gleich deinen richtigen Namen. An Orten wie diesem wird Sascha reichen müssen. Okay. Ich hab mir schon gedacht, dass hier alles sehr zwielichtig ist, aber... Sascha ist nicht mal ein richtiger Name. Sascha ist nur die Koseform von Alexandra. Bist du oft in der Passiflora? Du scheinst alle zu kennen. Ich bin hin und wieder hier. Ich kenne nicht alle Gesichter, aber das ist Patrick Haselnuss. Geht ohne die drei nie irgendwo hin. Ich habe mal einen Mann getroffen, der mit zwei serikanischen Leibwächterinnen unterwegs war. Aber diese drei... haben eindeutig andere Talente. Der Halbling ist Bernhard Tulle, ein Bauer. Behauptet, er würde zum Vergnügen spielen, aber es will doch jeder gewinnen, nicht? Vor dem da nimmst du dich besser in Acht. Er ist kein großer Freund von anderen, Außenseitern, Leuten wie dir. Welch Ironie. Immerhin ist Phineas selbst ein Halbelf. Und von Graf Tybald hast du sicher schon gehört. Immerhin hat er dieses Turnier organisiert. Eigentlich habe ich noch nie von ihm gehört. Er ist angeblich sagenhaft reich. Was da dran ist, weiß ich nicht. Aber er konnte sich seinen Titel leisten und die Grafschaft, die dazu gehört. Okay, also offenbar ist es doch nicht, ich blech 1000 und spiele ein Spiel, sondern ich habe jetzt hier um die 1000 mir mehrere Möglichkeiten eingeholt. So ein bisschen wie damals auf diesem einen Fest, wenn mich nicht alles täuscht. Na schön. Bis später, Sascha. Versuch ein Wort mit den anderen Spielern zu wechseln, bevor das Turnier beginnt. Wir müssen sowieso auf Graf Tybald warten. Okay, mische dich unter die anderen Teilnehmer. Und jetzt sind auch hier die ganzen speziellen Damen nicht mehr vorhanden. Gibt es eigentlich hier oben auch noch irgendwas oder ist es jetzt hier nur unten? Bin für die Liebe wie geschaffen. Hier oben ist keiner. Sind alle unten, okay. So, mit wem reden wir mal? Ich würde sagen... Patricks Freundin. Du bist Patrick? Nee, du bist Lustknabe. Hä, wer ist denn Patrick? Hallo? Patrick Haselnuss, dein Name ist lustig. Und du backst in dem einen Typen rein. Tut mir leid, aber ich muss mich vor Spielbeginn sammeln. Das sehe ich. Das hier ist sicherlich besser für mich als dein Gespräch mit Sascha für dich. Ich würde mich bei ihr vorsehen. Okay. Ich bin hier auch neu. Hat ewig gedauert, bis ich das Geld hatte, um mich einzukaufen. Mit Pilzen wird man nicht schnell reich. Okay. Du bist wirklich ein Bauer? Sieht man das nicht? Ich habe einen kleinen Hof vor der Stadt. Könnte tagelang dasitzen und den Pilzen beim Wachsen zusehen. Und der Geruch? Geruch? Wie auch immer. Pilze sind schön und gut, aber hin und wieder muss man mal rauskommen. Meine Dame hat fast geheult. Sie meinte, mir würde in Novigrad die Kehle aufgeschlitzt. Aber ich sagte zu ihr, Hortensia, welch eine Chance. Die besten Spieler, die seltensten Karten. Sie musste mich ziehen lassen. Okay, also der scheint eigentlich einigermaßen nett zu sein. Viel Glück dir. Gleichfalls. Das ist die richtige Einstellung. Nicht wie der Halbelf da drüben, der mir schon die ganze Zeit mörderische Blicke zuwirft. Ja, zu dem werden wir jetzt aber auch wohl gehen müssen, weil wir müssen jetzt offenbar mit jedem reden. Hä? Gott, die Sahne. Warst du nicht hier, diese Sascha? Oder wo ist die jetzt auf einmal? Ah nein, das ist die hier. Wir können nicht mehr mit dir reden, okay. Ah, du schaust so ein bisschen aus, als wärst du direkt aus Skyrim. Gab's in Skyrim nicht auch einen, der Phineas hieß, ganz am Anfang in Weißlauf? Mit der einen Quest mit seiner Liebschaft, den man als hier Begleiter anheuern konnte, gleich zu Beginn.
Oder hieß der anders? Ich glaube, der hieß vielleicht ein bisschen anders. Hieß der Finn? Aber er ist auch irgendwas mit Vieh oder Fo oder irgendwas mit F. Garantiert. Volltest ist hier auch in The Witcher. Ich erinnere mich leider nicht mehr. Aber du schaust aus wie der. Und der war nice, aber du bist offenbar nicht nice. Was? Spielst du oft Turniere? Was geht's dich an? Willst du auch meine Karten sehen? Bin ich hier der Strichjunge, den du betatschst, ehe du dich entscheidest? Soll ich mal mit dem Schwanz wedeln? Ich sehe deine Karten, wenn wir spielen. So weit wirst du kaum kommen, Mutant. Okay, du bist echt. Willkommen, meine Damen und Herren, bei unserem geschlossenen Gwind-Turnier. Und mit geschlossen meine ich nicht nur die elitäre Natur der Veranstaltung. Wer die Passiflora vor Spielende verlässt, wird disqualifiziert. Das ist Regel Nummer 1. Regel Nummer 2, 3 und 4. Keine Kämpfe, kein Falschspiel, keine magischen Tricks. Wir spielen um goldene Figuren. Der Sieger erhält sie alle und dazu einen Geldpreis in Höhe des 9-fachen Einkaufsbetrags. Es ist schnell berechnet, dass wir 9 Teilnehmer haben. Das Turnier besteht aus 3 Runden. Der Finalist tritt gegen mich an. Die Spieler werden zufällig in Paare eingeteilt. Die Gruppierungen für die erste Runde werden jetzt verlesen. Es Phineas und Tim Knott, Patrick Haselnuss und Harald Federnest, Gernot von Riva und Bernhard Tulle. Ha, ist ja ein Ding. Okay. Brombur Fundenstroch und Madame Sascha. Wunderbar. Allen eine angenehme Partie. Eine Frage, wenn es 9 Teilnehmer sind, wie können es dann Gruppierungen sein? Gewinne deine Partie gegen Bernhard Tulle. Ja, ich würde jetzt sehr gern speichern, aber das wäre so ein bisschen Cheating. Deswegen hoffe ich einfach mal auf das Allerbeste. Endlich geht's los. In einem Jahr werde ich Hortensia und meine Kumpel mit Erzählungen von diesem Abend unterhalten. Ah, spielen wir. Die Sache ist, ihn würde ich fast sogar gern gewinnen lassen, aber das bringt mir halt nichts. Okay. Wir haben die bestmöglichen Karten, oder? Wobei, falls wir noch irgendwie so... Er ist halt gleichzeitig ein Ding... Sollten wir noch irgendwo eine Viererkarte haben, kann ich die jetzt gleich wegnehmen, außer die natürlich. Ich könnte die wegnehmen, weil wir haben jetzt Taler und dann noch Dijkstra. Ich glaube, das ist sogar besser. Okay, zweimal verbrennen brauchen wir nicht. Das ist ganz gut. Sonst. Boah, gutes Wetter verbrennen. Ich weiß nicht, ob gutes Wetter mir so helfen wird. Vor allen Dingen, weil ich doch recht gut gemischt bin. Boah, jetzt haben wir dafür Regen. Da wäre gutes Wetter sogar besser gewesen. Und wir fangen auch noch an. Das ist eigentlich sehr schlecht. Es ist eigentlich immer das Schlechteste, wenn du anfängst. Der hat ein gutes Blatt, glaube ich. Wenn er sowas direkt am Anfang macht. Alter, leck mich am Arsch. Er hat jetzt schon 12 Karten. Aber er muss die auch alle erstmal... Muss mich jetzt auch erstmal. Nein, ich bin genau in seine Falle gelaufen. Fuck me. Okay, immerhin. Jetzt fang schon wieder ich an. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich brauch die Karten. Ich brauch mehr Karten, auch wenn hier das.
Okay, also damit bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Ich muss mein Wegbrennen wirklich gut einsetzen. Aktuell wäre das noch eigentlich ganz nice. Ich hätte gutes Wetter behalten sollen. Oh nein. Okay, er brennt aber nichts weg. Das ist eigentlich gut. Warum auch immer er nichts weggebrannt hat. Was ist denn die Beschreibung von der Karte nochmal? Warum hat er nichts weggebrannt? Würde ich wissen, weil nicht, dass er gleich was wegbrennt. Die stärksten Nahkampfkarten des Gegners. Okay, also nur auf Nahkampfkarten. Bitte. Fick dich. Das mache ich auch wenn ich es anders mache. Der hat echt noch viele, viele... Oh nein! Nein! Oh Gott. Alter, ich kann das nicht gewinnen. Ich kann das never... Never ever. Ich hab verloren. Ach, leck mich doch am Arsch! Ja, genau. Alter. Was soll ich machen? Ich kann das nicht gewinnen. No chance. Was? Ach ja, jetzt zieht er! Obwohl ich weniger Karten habe. Und jetzt macht er mich mit mir. Jetzt macht er mich mit mir selber fertig. Fick dich einfach nur. Du Scheißbauer! Leck mich! Na, wer hätte das gedacht? Danke für das gute Spiel. Bin ich jetzt raus? Und, wie ist die erste Runde gelaufen? Für mich ist das Turnier vorbei, fürchte ich. Nicht unbedingt. Ich hätte einen Vorschlag. Wollen wir oben darüber reden? Von der Terrasse hat man eine tolle Aussicht. Ist es vielleicht sogar so geskriptet, dass du im ersten Mal hundertprozentig verlierst? Weil ich meine, der Schreiberling hat sogar gesagt, wir haben gute Karten. Da haben wir ein paar von den richtig guten noch gar nicht gehabt. Ja, gut. Griff Sascha auf den Balkon. Das ist eine interessante Sache, die sich hier entwickelt. Vielleicht nicht ganz koscher unbedingt, aber... Ich bin für die Liebe wie geschaffen. Vielleicht doch ganz interessant. Ob er seine Frau aus dem Kerker rauskriegt? Tu mal so, als hätte ich das nicht gehört. Aufnehmen? Oh, Apfel. Okay, nice. Also, ich habe aufnehmen gelesen. Scheiße. Naja, okay. Was hat sie vorzuschlagen? Endlich allein. Worüber wolltest du reden? Eine Wagenladung Geld, das ist der große Preis. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde ihn nicht gerne in den falschen Händen sehen. Und das Glück kann so unzuverlässig sein. Wirklich, jemand sollte das Geld einfach nehmen. Subtil natürlich, ohne die anderen zu stören. Das ist nicht der Vorschlag, mit dem ich gerechnet hätte. Du wirkst nicht wie eine... Diebin? Stimmt, das ist nicht mein Beruf. Darum könnte ich ja Hilfe gebrauchen.
Warum sagst du mir das? Ich bin eine Frau. Ich brauche das Geld. Und Geralt von Riva würde nie eine Frau in Not zurückweisen. Habe ich jedenfalls gehört. Von wem hast du das gehört? Fringilla Vigo. Sie hat mir von euren Abenteuern in Beauclair erzählt. Du bist offenbar zuverlässig. Solange die Sache gerecht ist, jedenfalls. Ja, genau. Ich wollte ganz genau das gerade sagen. Dies scheint mir keine gerechte Sache zu sein. Was, wenn ich dir sagte, dass mein Leben davon abhängt? Ich würde es dir nicht glauben. Hat Fringilla auch erwähnt, dass ich einfach zu manipulieren bin? Sie hat gesagt, dass du vertrauenswürdig bist. Ich werde wohl alleine klarkommen müssen. Okay, Quest aktualisiert, hohe Einsätze. Quest gescheitert, hohe Einsätze. Was? Habe ich nicht nochmal die Chance? Was? Nein, hier ist falsch. Boah. Also so besonders glücklich bin ich darüber, jetzt muss ich gestehen, nicht. Also das Turnier geht immer noch, oder was? Suchst du was? Vielleicht wissen, was meine Frau dazu sagen würde. Können wir nochmal? Ja. Nirgendwo gibt es schönere. Von der Yaruga bis zu den... Und jetzt? Du bist von der vulgären Sorte. Das sehe ich dir an. Kein Nachlass und bar auf die Kralle. Hä? Warum ist denn das jetzt gescheitert? Vielleicht ist das aber sogar eine der Quests, die gar nicht so schlecht ist, wenn sie gescheitert ist. Ich dachte nämlich ernsthaft, wir können dadurch jetzt... Also ich eben, mir war bewusst, dass das Ablehnen jetzt hier das beendet. Aber ich habe jetzt echt gedacht, dass wir einfach morgen wiederkommen können. Sheba. Ich meine, ich versuche das jetzt einfach mal. Ich warte jetzt mal einen Tag. Was? Nein, hier. Ich warte jetzt mal einen Tag. Und dann werde ich einfach mal schauen... Achso, es ist wieder Nacht. Okay, das will ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich warte mal bis zum Morgen. Und dann will ich einfach schauen, ob wir nicht vielleicht mit ein bisschen Glück nochmal hier was machen können. Wir wünschen ein angenehmes Turnier. Möge das Glück euch hold sein. Ja. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Suchst du was? Ich bin zum Spielen hier. Nicht zum Plaudern. Ich bin hier auch neu. Das ist eine materielle Welt und ich bin ein materielles Mädchen. Ah, nein. So weit wirst du kaum kommen, Mutant. Ich die. Hä? Kann es sein, dass sie jetzt irgendwie einen Bug haben? Ich werde jetzt nochmal hier zurückgehen und werde schauen... Ach so, nein, jetzt kommen wir wieder mit der Sporn. Ich werde jetzt einfach mal schauen, was passiert, wenn wir das annehmen. Weil ich glaube, wir haben nämlich gerade irgendeinen Bug, durch den hier das Spiel glaubt, das Turnier ist noch im Gang, obwohl es schon vorbei ist. Weil eigentlich sollte ja jetzt wieder alles normal sein, oder? Wir haben die Quest gescheitert. Aber das heißt auch, und wir sind sogar rausgegangen, wir haben gewartet. Also es müsste eigentlich, also meiner Ansicht nach, sollte es jetzt eigentlich weitergehen. Also weitergehen im Sinne von, okay, vielleicht kommen wir nicht nochmal in das Turnier rein, was ärgerlich wäre, aber... Theoretisch?
Sollte die Passiflora jetzt wieder auf den alten Ursprungszustand zurückwechseln, oder? Das ist jetzt gerade ein bisschen unverständlich. Aber naja. Ich muss nicht immer alles verstehen. Ich werde jetzt nur trotzdem mal schauen, was passiert, wenn ich die Quest annehme. Wir können ja... Dafür werde ich jetzt mal einen Speicherpunkt machen und werde einfach mal schauen, was passiert, wenn wir das annehmen. Wenn es dann wieder auf den Normalzustand zurückläuft, wenn wir die Quest machen, nice. Wenn nicht, werde ich lieber mit dem, wo es nicht... Versteht ihr? Was? Was? Also, nein, nicht... Wie kacke ist es eigentlich, dass hier hohe Einsätze steht? Das ist doch irgendwie scheiße. Warum steht hohe Einsätze, wenn wir eigentlich schon in der nächsten Quest sind, wenn die Quest schon gescheitert ist? Das ist so ein bisschen... ungut, sage ich jetzt einfach mal. Okay. Wie gesagt, ich habe auch gesagt, wir werden heute nicht allzu lang machen. Ich würde sagen, ich schaue jetzt einfach mal, was mit der Hohe Einsätze-Quest jetzt noch im weiteren Verlauf ist. Und je nachdem, wie lange sich die gestaltet, werden wir den Rest vielleicht nächstes Mal machen. Vielleicht werden wir sie jetzt komplett fertig machen, kommt drauf an. Oh, stehlen wir jetzt was? Wenn wir was stehlen, ist nachher wieder alles im Lot oder nicht? Weil ich meine, im Normalfall würde ich sagen, okay, ich habe mich so entschieden, das ist meine Entscheidung, Ende. Aber ich meine, wenn es jetzt hier ein Bug ist und es geht nicht wieder auf Normalzustand zurück. Also es kann sein, dass es kein Bug ist und wir die Quest jetzt... wenn wir für sie stehlen oder was auch immer wir da machen. Und wir können sie ja vielleicht sogar auffliegen lassen. Aber vielleicht wird es dadurch auch nicht resettet. Dann werde ich nochmal den Speicherpunkt laden, den ich mir jetzt gleich erstelle und wieder auf den Weg zurück und dann den Ursprungsweg, den ich gerade schon gemacht habe, auch tatsächlich durchziehen, weil wenn es eh wurscht ist und die Passiflora ist halt jetzt einfach... verloren, oder wie auch immer man dazu sagen möchte. Was? Achso, ja. Und? Er will sagen gern, weil kein Interesse würde ich... Wobei. Ich sage jetzt mal kein Interesse. Eventuell müssen wir nochmal laden. Aber ich bin einfach gespannt, ob vielleicht wir dadurch die Quest korrekt quasi beenden. Schauen wir mal. Wirklich? Ich bin nur zum Kartenspielen hier. Und da ich in der ersten Runde verloren habe... Ich hätte nicht erwartet, dass du so schnell aufgibst. Tja, schade. Jetzt ist hier wieder gescheitert und wieder ist nicht auf... Ich warte nochmal, wie gesagt. Wieder nicht normal Zustand. Ach, damn it! Ich hasse das schon irgendwie. Es ist so ein bisschen frustrierend, wenn du zwar genau weißt, welchen Ausgang du möchtest, aber nicht weißt, wie du dorthin kommst. Das ist... Ich will es nicht sagen... Das, also bei... Wenn wir mal auch... Es gibt auch Spiele, wo du einen Ausgang möchtest und nicht weißt, wie du hinkommst. Was aber dann eher in der Art von den Telltale-Spielen sind. Weil bei den Telltale-Spielen ist es halt so, dass du im Normalfall eine Story hast und du entscheidest dich für bestimmte Sachen. Und dann funktioniert es teilweise nicht ganz so, wie du das geplant hast, obwohl du Entscheidungen getroffen hast, die in die Richtung gehen. Aber da geht's dann halt doch weiter. Hier in The Witcher 3 gibt es gefühlt hin und wieder, gerade wenn das Quest fehlschlägt, so eine Wand, gegen die du rennst,
wo halt aus ist. Wenn es jetzt dadurch, dass die Quest gescheitert ist, irgendwie, keine Ahnung, oder nicht, dass die Quest scheitert, weil das finde ich so wirklich ein bisschen beschissen, dass Quests tatsächlich scheitern können. Quests sind meiner Ansicht nach nicht Sachen, die scheitern sollen können. Du kannst den Kampf verlieren, du kannst hier eben bei einem Kampf verlieren sterben oder du kannst, keine Ahnung, dir kann ein Hauptcharakter wegsterben. Aber dass du eine Quest scheiterst und dann einfach weniger Content hast, finde ich so ein bisschen, sagen wir mal, uncool. Ja. So, und wie gesagt, ich werde jetzt nochmal, ich habe jetzt Ja gesagt, weil das andere ist halt auch nichts, was ich möchte. Außerdem, wir können ja immer noch einfach sagen, nein. Aus genau diesem Grund. Nirgendwo gibt es schönere. Von der Yaruga bis zu den Drachenbergen. Er sitzt auch einfach den ganzen Tag halbnackt da rum und erzählt immer und immer und immer wieder dasselbe. So, dafür nehme ich mir den Apfel und die Tabakpfeife. Das ist kleine Belohnung. Dafür, dass ich jetzt hier schon zum 10. Mal lade. Und werde außerdem nochmal speichern. Ja, und zwar würde ich sagen, speichern wir den hier über. Oh, und jetzt bin ich gespannt, was passiert, wenn wir Ja sagen. Ich werde beim ersten Mal Nein sagen und beim zweiten Mal Ja. Ich werde aber die ganze Konversation sagen. Endlich allein. Also okay, die war doch recht lang. Und das Glück kann so... Warum sagst du mir das? Ich bin... Von wem hast du das? Fringilla Vigo. Dies scheint mir keine gerechte Sache zu sein. Was, wenn ich dir sagte, dass mein Leben davon abhängt? Das ändert die Lage. Also gut, nehmen wir an, ich helfe dir. Dann teile ich das Geld natürlich mit dir. Wie lautet der Plan? Zunächst musst du bis zum Turnierende bleiben. Den Rest erzähle ich dir, wenn es soweit ist. Klingt reichlich mysteriös, aber gut. Wunderbar, das wäre geklärt. Lass uns zu den anderen zurückgehen. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt, wie es so ist. Einige Zeit später. Meinen Glückwunsch. Ein superbes Spiel. Hast du mit dem Sieg gerechnet, Madame? Ja, ich hatte ein gutes Gefühl beim Turnier. Diebstahl! Das Geld ist weg! Die Wache wurde erstochen! Was? Wie ist das möglich? Niemand hat das Geld von hier entfernt. Wer ging, wurde durchsucht. Wir müssen das Gebäude durchkämmen. Jeder, der aufbricht, muss sich durchsuchen lassen. Okay. Bevor du fragst, ich war's nicht. Dachte ich mir. Du hast mir deine Hilfe zugesagt. Lass uns gemeinsam versuchen, das Geld zu finden. Wette, dass es auch wieder Quest beendet. Einverstanden. Wo fangen wir an? Wir müssen nach oben. Warte. Da sind jetzt alles seltsame Wendungen. Hör mal, dieser Hexer ist ein guter Freund von Hauptmann Hansen. Er könnte den Schauplatz des Verbrechens untersuchen. Es wäre gar nicht teuer. Gegen Bezahlung, aber... Er holt es sich natürlich vom Hauptmann persönlich ab. Was macht eigentlich die Wunde von neulich? Schon verheilt? Tja, soweit ich weiß, schon. Famos. Wir gehen sofort nach oben. Okay, Folge der Wache zum Ort des Verbrechens. Das ist jetzt doch nur mal was ganz anderes, als ich dachte, dass das jetzt hier doch schon vorher gestohlen wurde. Kommt mir alles wie ein spanisches Dorf vor. Oh. Ja, die Wache wurde erstochen. Ich wollte gerade sagen, wer ist jetzt hier tot? Wenn du den Hauptmann siehst, Herrin, wäre ich dir dankbar, wenn du erwähnen könntest. Das ist alles, guter Mann. Du kannst gehen. Der Hexer braucht absolute Ruhe bei der Arbeit. Sicher. Das lief gut. Kennst du den Hauptmann wirklich? Ja, ein grässlicher Kerl. Komm jetzt an die Arbeit.
Okay, der wurde erstochen. Seht ihr nur, weil ich nicht abgebrochen habe, ist jetzt einer tot. Natürlich erstmal bei ihm anfangen. Die Schläge kamen aus einem seltsamen Winkel, aber professionell und präzise. Okay. Hier ist nix. Alright, mir gefällt es nicht so ganz, dass wir gemeinsame Sachen mit ihr machen, aber vielleicht können wir jetzt erstmal gemeinsame Sachen mit ihr machen und später vielleicht dann sogar sie verraten. Oder vielleicht ist der das gestohlen hat, sogar irgendwie, der wollte einfach ihr das Geld wegnehmen oder nicht zulassen, dass sie es bekommt. Jemand hat was Schweres über die Terrasse gezogen. Okay. Vielleicht hier draußen? Achso, ne, hier nicht. Achso, ne. Dann müssen wir definitiv raus. Was Schweres über die Terrasse gezogen. Ah. Armbrustbolzen. Eine Schnur dran. Die wurde eindeutig durchgeschnitten. Der Dieb könnte sie benutzt haben, um den Geldsack runterzulassen. Dann hat wohl ein Komplize den Sack unten angenommen. Hm, da unten ist etwas, aber ich erkenne es nicht. Oh, was ist da unten? Es muss einer der Spieler gewesen sein. Hat das Geld an der Schnur runtergelassen und ist dann an den Wachen vorbeigeschlendert. Hm, das war gut vorbereitet. Meinst du, du findest den Missetäter? Das weiß ich noch nicht. Ich muss mich erst auf der Straße umsehen. Okay, da wir das Geld eh nicht haben, können wir uns ja untersuchen lassen. Und da schauen wir auch gleich, ob sie mitgeht und sich durchsuchen lässt. Weil vielleicht will sie uns sogar ja nur in die Irre führen. Das wäre ja der Übercoup. Also dann würde ich echt sagen Respekt, aber... Was ist eigentlich mit dir? Achso, wir... Es führen wohl alle... Wenn nicht... Achso, Moment, vielleicht können wir ein bisschen was loswerden, damit wir unser Geld, was wir verloren haben, beziehungsweise, ja, man kann schon sagen, verloren haben, so ein bisschen wieder zurückbekommen. Ne, Xenogloss, und das würde ich gerne nicht verkaufen. Hier bei Handwerk und Alchemie, die nimmt halt so gut wie nix. Das ist ein bisschen ärgerlich. Also bist du. Jetzt haben wir zwar wieder knapp über 5000, aber wir haben immer noch knapp 110. Wow. Das war ja so gut wie gar nichts, was wir an Wert bekommen haben. Naja. Ja, was war das? Wir können es gleich hier treiben oder bei mir. Du hast die Wahl. Was? Ich brauche eine Pause. Behalt deine Pfoten bei dir. Okay, ist schon gut. Du bist von der vulgären Sorte. Das sehe ich dir an. Alter, was reden die ständig? Ich will hier arbeiten. Ah, Moment, der war hier oben, oder? Ah, ne, hier. Hä? Genau wie die am Bolzen war. Ich muss mich umsehen. Woher kommt der Geruch? Zimt. Seltsam. Ich rieche nichts. Ja, du hast doch nicht so Hexersinne. Wohin führt der Geruch? Wo ist der Geruch überhaupt? Hä? Wo ist der? Ach so, da. Ah, ja, okay. Also, er geht wieder zurück. Schön. Hm. Aber vielleicht geht er nicht zurück, vielleicht geht er irgendwo anders hin. Er geht woanders hin. Geht er zu der Wache? Ist die Wache? Also. Nee, ist nicht die Wache, ist das hier. Das sah gerade ein bisschen aus wie... Eile mit Weile. Der Täter hat diese Kiste verloren. Sie muss vom Wagen gefallen sein. Ist denn sicher, dass sie dem Dieb gehört hat? Da liegt eine Armbrust unter den Paketen. Da möchte man fast scherzen, dass kein Rosmarin ohne... Du solltest dem Impuls widerstehen. Das Gildenzeichen kenne ich doch. Eine Handelsgesellschaft. Sie importiert Gewürze aus Serikanien. An den Docks hat sie ein Lagerhaus. Das nördlichste auf dieser Seite des Hafens. Treffen wir uns dort? Klingt ist es gut. Nicht das eine Ding, das eine Lagerhaus, wo wir eh noch für die andere Quest hin müssen?
die wir schon seit gefühlt Part 10 haben. Ich dachte übrigens, da, das wäre so eine komische Truhe, wo eine Spitzhacke raushängt. Und ich wollte gerade schon sagen, hä? Das ist aber ganz, ganz seltsam. Großeröffnung des Kabaretts, das Chamäleon. Oh, musikalische Darbietungen, weltbekannte Künstler und die köstlichsten Speisen in Novigrad. Kommt nur, kommt. Ja. Wer ist eigentlich mit euch da? Verpiss dich. Jemand wie du kommt hier nicht rein, solange ich Wache schiebe. Ah ja, hier waren ja die Vaatris. Genau, das ist ja auch hier gewesen, Alter. Das ist auch schon alles ziemlich lange her, dass wir hier den Hauptteil von Novigrad haben. Also untersucht haben. Und jetzt ja auch noch mit den hohen Einsätzen und so. Ich hoffe halt wirklich, dass solche Quests, wenn ich die tatsächlich mache, keinen negativen Einfluss aufs Ende habe. Weil ich will halt möglichst ein gutes Ende und gut spielen, was aber gefühlt nicht so wirklich klappen wird. Ach ja, eine Frage. Lambert muss ja auch hier irgendwo in der Gegend sein. Wenn der gerade schon zufällig am Weg ist... Druiden, töte, bla bla, nein. Aber das muss doch eine Nebenquest sein. Hä? Ist doch never ever eine Hauptquest. Hexaufträge? Nee. Wo ist denn hier das mit Lambert? Geh zum Fluss, besiege. Fliegende Fäuste. Hä? Keine Ahnung, wo Lambert ist. Aber macht auch nichts. Ich bin schick, mein Prügel. Okay, so kann man natürlich auch besoffen Lieder singen. Aber gerade solche Kleinigkeiten, wie dass die Betrunkenen hier tatsächlich so komische Liedchen trällern, ist meiner Ansicht nach schon... Grauhaar, hierher! Du bist so ein bisschen zwielichtig. Hast du genug? Was? Okay, wenn ihr wollt. Alter, 9. Bohnen. Hähnchen. Trockenfisch. Wow. War ja sehr ergiebig. Was für eine Anmut. Was für eine Eleganz. Achso. Danke. Moment. Achso, hier drüben. Moment. Eine feine kurze Sache in der Karte. Wir sind jetzt hier. Hier das Haus ist das Hurenhaus von hier unten, weil es gibt ja hier oben die Passiflora und dann hier unten das. Und ich habe euch natürlich versprochen, dass wir auch heute wieder hier hingehen. Ähnlich wie ich versuche, jede Folge eine Gwyn-Partie. Wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Warum ist jetzt hier irgendwas? Ach so. Kannst du uns mal helfen, Meister? Wir haben zu wenig Geld für die nächste Runde. Tja, dann sauf nicht. Wir sind nämlich Kollegen, weißt du? Hexer, nicht? Wir sind Metzger. Du schlachtest, wir schlachten. Nur verdienen Hexer besser. Ganze Dörfer werfen zusammen. Hohe Herren öffnen die Börsen. Hohe Damen die Schenkel. Da war ich wohl in den falschen Dörfern und hatte mit den falschen hohen Damen und Herren zu tun. Los, lass uns nicht betteln. Wozu ist ein Hexer denn eigentlich gut? Doch dazu, Leuten in der Not zu helfen. Ihr Jungs seht müde aus. Ihr geht besser nach Hause. Tja, seit wann trinken wir denn jetzt? Seit 2 Tagen. Wohlgesprochen, Meister. Wir gehen nach Hause. Alter, seit 2 Tagen nur am Saufen. Hey, Süßer. Genau, also hier kommen wir, sehen wir auch schon langsam in das Territorium. Und zum Abschluss der Folge nochmal ein bisschen
Spaß für die Augen, sage ich mal. Auch wenn diese Animationen echt immer dasselbe sind. Das sehe ich dir an. Das ist eine materielle, ich glaube, mit Bertha war die allererste, die wir überhaupt hier... Ne? Deswegen würde ich sagen, jeder aller weiß, guten Dinge sind zwei und keine viel Spaß. Was darf sein? Dasselbe wie beim letzten Mal? Sie erinnert sich sogar! Alles klar, dann würde ich sagen, blende ich mich aus und viel Spaß. Ich mag dich. Ich will die Nacht mit dir verbringen. Du wirst nicht enttäuscht sein. Willst du mich beißen, Wölfchen? Achso, wir sind jetzt irgendwo anders. Ich dachte, es wäre sie gerade noch. Das Leben ist manchmal echt scheiße. Dazu kann man ja schon fast Amen sagen. Oder fast wie das Amen im Gebet. So, und dann würde ich sagen, das war's dann mit dem heutigen Stream. Ich laufe jetzt nochmal so ein bisschen in die Richtung, wo wir hin müssen. Damit wir das nächste Mal hier in dem hohen Einsatz... Also ganz ehrlich, das hohe Einsatz in die Richtung geht. Ich frage mich halt echt, weil wenn man das, was jetzt da hier passiert, echt komplett verpassen kann, wäre das schon irgendwie heftig. Deswegen glaube ich fast, dass es unmöglich ist oder wirklich unpackbar schwierig und unfassbar lucky, dass man sein muss, dass man tatsächlich hier komplett durchgehen kann durch das Turnier und am Ende gewinnen. Und wahrscheinlich, selbst wenn du jedes einzelne gewinnst, kommt dann dieselbe Sequenz, die wir vorher hatten, nur dass nicht Sascha am Gewinnertisch sitzt und gewinnt, sieht nach Regen sondern aus. Wir. Und dadurch erfahren wir trotzdem, ah, es wurde gestohlen. Also, man spielt einfach nur ein bisschen mehr Gewinn. Was? Nein, hör jetzt auf, ständig in mich reinzulaufen. Dann würde ich sagen, speichere ich nochmal. Wie gesagt, das hier überspeichere ich einfach mal nicht. Zumindest fürs Erste. Und ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Erstmal an alle, die über YouTube zuschauen, die sich das als Video anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, nächstes Mal seid ihr auch live dabei und bis dahin, nächsten Freitag, sage ich tschüss, Leute.